Hallo, schön, dass ihr bei unserer vorletzten feministischen Presserunde in diesem Jahr dabei seid. Auch heute sprechen wir über Themen, die uns zu wenig oder einseitig zur Sprache kommen. Wir, das sind die Journalistin Theresa Bücker, Mithu Sanyal und Ulrike Herrmann und ich, Hadija Haruna-Erker. Und wir probieren uns in dieser Runde aus an persönlich-journalistischen Perspektiven, mal im Mix als Expertin, Beobachterin, Zuhörerin. Und wir legen offen und machen transparent, was wir wissen, was wir nicht wissen, wo unsere Fragen liegen. Denn wir können auch anders, so lautet unser Motto, weil es für uns keine einfachen Antworten gibt. Und getragen wird das Ganze als gemeinsames Projekt der Landesstiftung der Heinrich Böll aus Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen und dem Gunda-Werner-Institut. Und damit ganz herzlich willkommen euch in der Novemberrunde. Diese Folge haben wir am 25. November aufgezeichnet. Sprich, es kann jetzt passieren, dass sich ein paar Dinge bis zur Auszeichnung verändern, wie so vieles in diesen Tagen und eigentlich schon das ganze Jahr über. Und wie es ja bei uns Tradition ist, hätten wir über vieles sprechen können. In dieser Folge zum Beispiel über die neueren Kriegsentwicklungen in der Ukraine, aber sicherlich auch erneut zur Lage der protestierenden Menschen im Iran. Wir hätten auch über den Anschlag in einer LGBTQI-Bar in Colorado sprechen können, bei dem 5 Menschen getötet wurden. Oder aber auch politische Ereignisse wie die Ergebnisse der Midterm-Wahlen in den USA, die Wahl des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak oder der Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Natürlich hätten wir auch über Twitter sprechen können, weil auf Twitter sind wir ja auch unterwegs und dort treibt jetzt Elon Musk sein neues Regiment, will ich mal sagen. Wir hätten auch die WM in Katar und die Menschenrechtssituation jetzt während der WM besprechen können, das Bürgergeld, das Erdbeben auf der Insel Java mit über 160 Toten. In der Welt ist viel los. Wir haben uns trotzdem auf eine Fragestellung konzentriert und wieder die auch ein bisschen vermischt, nämlich unter der Überschrift Debattenkultur und Realpolitik. Und wir setzen unseren Fokus dieses Mal dabei auf die Klimakrise. Und wir haben auch eine Gästin dabei, aber dazu gleich mehr. Wir steigen aber erstmal ein hier in unserer klassischen Viererrunde mit dieser Überschrift Debattenkultur. Wie kommen wir, was meinen wir damit? Also Stichwortgeber ist tatsächlich das Buch Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Ach ja, vielen Dank, dass du sie Kamera hältst, MeToo. Also es ist das viel diskutierte Sachbuch von Richard David Precht und Harald Welzer. Und ich fasse es kurz zusammen. Das kritisiert wird darin eine Medienlage in Deutschland und die Autoren wurden wiederum dafür kritisiert, wie sie Kritik üben. Da fielen dann so Stichworte oder Kritikpunkte wie fehlende Sorgfalt und Ungenauigkeit in der Recherche, also methodisch, fehlende inhaltliche Expertise, aber auch die Argumentationsqualität wurde kritisiert. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wir würden darüber jetzt reden wollen. Wollen wir gar nicht. Wir wollen dieses Buch und die Debatte zum Anlass nehmen, weil Mithu sie mitgebracht hat. Und vielleicht erzählst du selber, weil du eine Erkenntnis hattest. Welche war das? Es ist tatsächlich so, ich habe dieses Buch zweimal ungefragt zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplar und irgendwie landete es dann bei uns auf dem Klo und dann habe ich mal angefangen reinzulesen. Und ich war überrascht, weil in meinem Umfeld es unglaublich negativ besprochen, also respektive nicht besprochen, es unglaublich negativ darauf bezogen wurde. Und ich habe angefangen zu lesen und dachte, oh, ist doch eigentlich ganz vernünftig. Dann habe ich das euch vorgeschlagen und gesagt, ach, lass uns doch mal über unsere eigene Vorurteilsstruktur reden. Das war sehr, sehr früh im Anfang unserer Themenfindung. Dann verging ein bisschen Zeit, weil es auch noch einen Krankheitsfall gab und ich habe den Rest des Buches gelesen und konnte dann doch einiges an der Kritik verstehen. Aber was daran geblieben ist, ist, dass die Autoren ja über ein Unwohlsein in der Bevölkerung den Medien gegenüber sprechen. Also, ne, das zum Beispiel bei Sachen wie der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg, also bei ganz vielen der Themen, die ganz viele Menschen bewegen, es eine vermeintlich sehr einheitliche Meinung gibt und es viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die das Gefühl haben, gibt es da Medienlenkung durch den Staat? Ist das alles Propaganda? Und das Gefühl zu haben, wir lesen Propaganda, teile sogar ich, obwohl ich also Mitglied der Medien bin, obwohl ich halt auch weiß, wie Medien machen, funktioniert. Und sich das näher anzugucken, das finde ich tatsächlich richtig und wichtig. Und die Art, wie sie es machen, ist halt in derselben Form dysfunktional,
wie sie es den Menschen vorwerfen. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Wir haben offensichtlich dieses Repertoire nicht, dieses Instrumentarium, wie können wir anders drüber reden? Wie seht ihr anderen denn das? Ich hätte dazu sicherlich auch eine Meinung, aber wie seht ihr das denn, Theresa und Ulrike? Ich habe das Buch nun nicht gelesen. Mich würde vor allem aber da interessieren, auf welche empirischen Ergebnisse die beiden Autoren das Stützen des Medien so wahrgenommen werden, weil es gibt ja durchaus Studien zu Medienvertrauen mit widersprüchlichen Ergebnissen, die zum einen sagen, dass das Vertrauen in Medien insgesamt gestiegen ist. Es auch einen wachsenden Anteil gibt, der Medien misstraut, also der auch leicht gewachsen ist, aber jetzt über den Zeitverlauf der letzten 10 Jahre das generelle Vertrauen in Medien in Deutschland schon auch gestiegen ist und Medien erfolgreich waren, das Vertrauen auch wieder zu stärken. Deswegen würde mich das mal vorab interessieren, wie das in dem Buch begründet ist. Also die empirische Seite ist natürlich, dass das auch teilweise zu Recht begründet wird. Also vieles ist halt so, man hat das Gefühl. Aber ich finde das gar nicht nur falsch. Also weil irgendwie man hat das Gefühl, ist ja tatsächlich etwas, was auch viele Menschen teilen. Das muss ja nicht so sein, die gesamte Gesellschaft teilt es. Aber wir haben ja wirklich ein Teil der Menschen einfach sagt, ich lese die Medien gar nicht mehr, weil. Das heißt, wir verlieren einen Teil der Menschen. Auch alleine das wäre diskussionswürdig. Das, was Sie als Analyse in Anführungszeichen haben, ist, dass es eben nicht der Staat ist oder Bill Gates oder Soros oder wer auch immer, der die Medien lenkt, sondern dass die sozialen Medien, die Meinungsmache, unser vorauseilender, also nicht Gehorsam, aber unser Bedürfnis, dass Menschen uns lieben, ne? Also dass Menschen uns zustimmen im Internet, als Journalisten, Journalistinnen uns sozusagen treibt. A, die richtigen Thesen zu sagen, ne? Also alle Leute, die wir kennen, sehen das schon, sondern können wir es nicht anders sehen? Also dass wir sozusagen Debatte verloren haben, da würde ich sagen, war die mal wirklich so viel stärker als heute? Da sollten wir insgesamt darüber reden, dass wir mehr Debatten brauchen. Das fände ich wichtig. Und dass sie sagen, wir haben diese vierte Macht unglaublich ernst genommen. Wir wollen als Medienmacher die Politik zu etwas bringen. Wir brauchen aber tatsächlich auch Medien, die darüber hinaus, also eben nicht nur irgendwie Politik machen wollen, sondern auch wirklich den Informationsauftrag erfüllen. Und den sehen die untererfüllt. Und das finde ich, also viele der Analysen finde ich interessant und bedenkenswert. Ich würde sie nicht so absolut setzen, aber ich finde sie wirklich bedenkenswert. Wogegen sie argumentieren, finde ich schwierig. Aber also ne, die positiven Einwürfe in die Debatte würde ich fast gerne in einer anderen Form mitnehmen. Okay, Also also ich ich verstehe es muss jetzt als zugeben. Gedanken. Okay, ich verstehe es als Gedankenanreiz. Ulrike, wie vielleicht noch von dir? Ja, nur zwei Sachen. Also das eine, also erstmal, ich habe das Buch auch nicht gelesen. Insofern bin ich ja froh, dass MeToo es getan hat. Ich habe aber selber an ungezählten Diskussionsrunden teilgenommen, sowohl zu Corona wie jetzt auch zum Ukraine-Krieg. Und ich kann nicht feststellen, dass da immer eine Meinung wäre, sondern ganz im Gegenteil. Die Redaktionen besetzen diese Diskussionsrunden immer kontrovers, weil nämlich nur kontroverse Diskussionsrunden vom Publikum gesehen werden. Also je mehr Streit, desto besser, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Das heißt, ich kann mir empirisch gar nicht vorstellen, und ihr sagt ja auch, dass es die Empirie fehlt, dass es tatsächlich so wäre, dass Gegenmeinungen gar nicht zu Wort kommen, sondern ganz im Gegenteil. Oft ist es sogar so, dass kleine Minderheiten sehr groß rauskommen, weil man ja im Fernsehen und auch sonst wo eine Kontraposition braucht, damit Spannung in der Sendung ist und damit die Leute gucken. So, dass ja, insofern weiß ich gar nicht, also kann ich die Analyse nicht teilen. Das Zweite, und das führt da direkt zu meinem weiteren Punkt. Das Interessante am Medienmarkt ist ja, dass das einer der ganz seltenen Märkte ist, wo es tatsächlich Wettbewerb gibt. Die normalen Märkte in Deutschland, ob das jetzt Stahl ist, Auto ist, Pharma ist, Chemie ist, sonst was ist, da gibt es nicht wirklich Wettbewerb, sondern das sind die sogenannten Oligopole, wo wenige Großkonzerne die gesamte Branche von den Absatzmärkten bis zu den Rohstoffen kontrollieren. Das ist bei den Medien anders, ne? Die Medien, ob das jetzt Zeitungen sind oder aber auch Fernsehsender, weil es ja so viele private gibt, kämpfen um Aufmerksamkeit. Ständig wird bei allen permanent die
Reichweite gemessen. So, das heißt, und da übertreibe ich, glaube ich, überhaupt gar nicht, dass die Medien im Kern das machen, wo sie glauben, dass die meisten Zuschauer, die meisten Leser zu gewinnen sind. Das heißt, diese Idee der vierten Gewalt, dass da irgendjemand irgendwie Macht hätte, irgendwen zu manipulieren, ist aus meiner Sicht, dreht die Machtverhältnisse um. In Wahrheit haben die Zuschauer und die Leser, die Konsumenten, die Macht. So, und es niemand in Deutschland wird gezwungen, die Bild-Zeitung zu kaufen oder die Taz oder die FAZ. Es wird auch niemand gezwungen, die ARD zu gucken. Man kann ja auch zur RTL gehen oder so. Das heißt, was ich an dem ganzen Ansatz von Precht und Welzer wirklich problematisch finde, ist, dass die Bürger zum Opfer gemacht werden. Genau deswegen ist das Buch natürlich so populär. Nichts hören die Leute lieber, als dass sie irgendwie Opfer sind, weil sie eigentlich, das wäre meine Vermutung, Demokratie als Zumutung empfinden. Da muss man sich ja tatsächlich informieren. Man muss als Wähler Verantwortung übernehmen. Es ist viel einfacher, sich zu überlegen, dass irgendjemand anders die wahre Macht hat und dass, wenn man die eigene Meinung nicht die Meinung der Mehrheit ist, dass dann irgendwie eine Verschwörung im Gange sein muss, statt damit zu leben, dass man vielleicht Minderheit ist. Kurz und gut, also jetzt rege ich mich ja schon auf, also jedenfalls, die Schwäche des Buches ist, dass sozusagen dieser Wettbewerbscharakter der Medienlandschaft überhaupt nicht vorkommt und damit irgendwie auch die Macht der Konsumenten nicht. Ich finde es doch... Ja. Weil ich ein Buch verteidigen muss, das ich ja gar nicht so toll finde. Wir haben ja aber auch gesagt, dass wir gar nicht jetzt irgendwie wirklich diesen Inhalt des Buches auseinandernehmen. Dazu müssten wir es wirklich alle vier gelesen haben. Es steht ja repräsentativ. Und diesen Effekt, den du ja auch mitgebracht hast, MeToo, der ja auch bei uns ordentlich jetzt getriggert hat, im Sinne von, da gibt es ein weiteres Debattenbuch, ich meine Stichwort Thesenbücher auf dem Markt, die eine bestimmte Stimmung beschreiben, unterschreiben, fortführen oder unterstreichen. Das ist ja nichts Neues. Und deshalb wollten wir auch darüber sprechen. Und das wäre für mich auch, und das ist ja wir hatten ja die Überschrift Debattenkultur und wir kommen ja dann auch noch zu einem konkreten Beispiel, aber nochmal auf diese Debattenkultur, wo ihr jetzt auch eingegangen seid, geschaut, wo man sich ja auch empören kann, wenn man dann sagen kann, die Medien, wer sind jetzt, wer bestimmt die Schlagzeilen, wer bestimmt, worum es geht. Wir haben so oft in unseren Folgen auch über Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen. Und jetzt bei so diesem Thema Debatten geht es mir schon auch um das Thema Framing. Also zum Beispiel die Frage, wem wird wie, wann zugehört und wem zum Beispiel nicht. Was sind denn da eure Eindrücke? Jetzt mal von Precht-Welzer ausgehend, aber wirklich mal zu schauen, weil wir haben ja in den letzten Folgen auch einige Debatten gehabt und unser Thema ist es ja, wir können auch anders. Was nehmt ihr da wahr? Also ich glaube, MeToo wollte irgendwie sagen, dass ich das Buch falsch lese. Das würde mich Nein. Also ich glaube, es ist aber auch gar nicht, es geht mir überhaupt nicht darum, das Buch hundertprozentig zu verteidigen, es geht mir darum, bestimmte Aspekte darin haben mich berührt, weil ich mir Medien anschaue, wie wir alle uns Medien anschauen und ja auch denke, so, es ist schon so, dass nicht bei jedem Thema, aber dass es eine, ne, also eine Richtung gibt, die man ablesen kann zu bestimmten Themen und dass mir darin qualifizierte Auseinandersetzungen schon auch fehlen. Also ne, zu sagen, irgendwie, es geht jetzt nicht darum, also ne, eine Debatte pro und contra, irgendwie gibt es Klimawandel, ja, nein, das ist ja Banane. Aber irgendwie eine, was sind unterschiedliche Ansätze und so, und das geht mir an vielen Punkten wirklich, das kommt mir wirklich zu kurz. Bei der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, natürlich ist es ein Angriffskrieg, das ist schrecklich, aber müssen wir reden, gleichzeitig jeder Mensch, der das Wort Pazifismus in den Mund genommen hat, war direkt verdächtig. Das fand ich auch wirklich verblüffend. Also weil ich dachte so, ja, und wir haben das gemacht. Wir haben darüber geredet, wir müssen über beides gleichzeitig reden. Hier war einer dieser wenigen Orte, wo ich das gehört habe, es geht in den Medien. Und genauso war das, also es geht mir auch bei der Corona-Krise überhaupt nicht darum, zu sagen, irgendwie gibt es ein Virus, gibt es kein Virus. Aber dieses, ich habe mit Leuten geredet, die haben Kinder mit Impfschäden, nicht wegen den Corona-Impfungen, sondern irgendwie wegen anderen Impfungen und die haben einfach Ängste und denen wurde ja gesagt, irgendwie stellt euch nicht so an, das gibt es gar nicht. Also so, das waren die anderen, also das war, natürlich gibt es ein, ich hoffe, ich rede mich hin, das ist alles aufgezeichnet, ich rede mich um Kopf und Kragen irgendwie, aber dieses Gefühl von,
können wir in einer Situation, die uns emotional wichtig ist, es geht uns um etwas, wir wollen irgendwie etwas gesellschaftlich verändern, sind wir dabei noch in der Lage, eine andere Meinung anders zu sehen als die wollen bestimmt etwas Böses. Also die haben bestimmt irgendwie, ne, die sind entweder egoistisch oder wollen Russland unterstützen oder. Und dass das in den Debatten untergeht, also, oder dass das zumindest größer sein könnte, ist etwas, was ich teile. Die Argumentation in dem Buch, die Lösungsvorschläge, ne, also wirklich geschenkt. Aber dass es sich so groß verkauft, also es war wirklich, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch, das letzte Mal, als ich nachguckt habe, war es der Nummer 1 Bestseller in Deutschland. Im Es Buchpreis. trifft, es trifft ein Gefühl. Ich möchte euch wirklich, damit wir auch oft auf diesen Punkt kommen und uns nicht so bei den beiden nur aufhalten, nochmal, du hast jetzt im Endeffekt übertragen auch das Thema Framing angesprochen. Also wem geben wir die Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeitsökonomie meine ich nicht, sondern wer wird sozusagen die tragende, wahrnehmbare Stimme oder wie auch immer? Was, wie seht ihr das? Weil ich betone nochmal, Ulrike, du hast gerade auch gesagt, Minderheiten brauchen mehr, wer wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt, könnte, würde wahrscheinlich auch, könnte man jetzt auch diskutieren, ob das so ist. Welche Nein, ich Minderheiten meine jetzt genau? Minderheiten Genau. nicht im Sinne von Zuwanderern oder so, sondern Minderheiten beispielsweise bei dem, wenn man jetzt Corona nimmt, dann haben ja alle Umfragen gezeigt, dass die Mehrheit, und zwar eine deutliche Mehrheit, für Impfen war, die Gefährlichkeit dieses Virus sofort erkannt hat und so weiter. Und dann gab es halt bei den Wissenschaftlern sowieso. Aber dann gab es natürlich eine Minderheit, sagen wir mal Henrik Streeck oder so, der das alles nicht so schlimm fand wie Drosten. Und das Ergebnis war, dass weil Henrik Streeck in der Minderheit war und die Fraktion Drosten in der Mehrheit, war dann Henrik Streeck permanent in jeder Talkshow, weil ja seine Position auch abgebildet werden musste. Ne? So meine ich das. Und Ja, genau. das und dann wurde eigentlich also aus meiner Sicht, das Lager der Corona Kritiker, womit ich jetzt nicht meine, dass sie gesagt haben, es gibt kein Virus, aber die Leute, die da extreme Probleme gesehen haben, die wurden tendenziell überzeichnet. Weil ja, das ist ja dieses, was man im Englischen nennt, Balance Bias. Also nach dem Motto, alle Positionen müssen immer abgebildet werden, egal wie viele Menschen das dann eigentlich glauben. Nicht? Weil da, erstens nach dem Motto, dann ist man fair, zweitens, dann ist ordentlich Krawall in der Sendung. So, und das heißt, es ist gerade nicht so. Also es ist genau andersrum, als Precht und Welzer sagen. Die sagen ja, es werden Mehrheiten hergestellt, die es in dieser Form gar nicht gibt. Aber das läuft eigentlich so, dass die Minderheit dann zum Teil überzeichnet wird. Aber jetzt MeToo ist ja. Gerade merke ich, weil du hast total recht. In Talkshows ist es genauso. Also 99 Menschen sind für das, eine Person ist für das, also müssen wir 50-50 besetzen. In Artikeln ist es aber anders. Also ich habe halt tatsächlich irgendwie während Corona Drosten, Drosten, Drosten hoch und runter gelesen und Streeck, auch was an Analysen ging, wirklich nicht 50-50 in Artikeln, in Hintergrundberichten und so weiter gelesen. Ulrike, Theresa, wolltest du nickst und schüttelst und beides in beide Richtungen? Ja, also es ist ja einfach komplex. Also ich glaube, ein großes Thema in dieser Frage ist natürlich auch das Thema Medienkompetenz. Und also wie informiert man sich, aber auch was nimmt man als die Medien wahr? Vielleicht haben wir manchmal in der Debatte das Problem, dass häufig Talkshows und Leitmedien und Titelblätter so ein bisschen mit die Medien gleichgesetzt sind und man da aber auch einfach tiefer einsteigen muss und fragen, wie funktioniert eigentlich Meinungsbildung überhaupt? Wie groß ist der Einfluss, den Medien haben in der Meinungsbildung überhaupt? Und da ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Meinungen vor allem auch durch persönliche Gespräche mit Menschen, denen man direkt vertraut, also im familiären Umfeld und im Freundeskreis, dass da Meinungen viel stärker gebildet werden als jetzt Orientierungen an politischen Debatten und medialen Diskursen. Deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, nochmal dahin zu schauen, wo Meinungen wirklich entstehen, wie die Macht der Medien ist. Was, ja, ich finde, es ist unglaublich komplex und da wird einfach sehr viel vereinfacht in der Debatte. Wir müssen uns dann natürlich auch immer selber fragen, wie informieren wir uns eigentlich? Also läuft das dann über Talkshows, weil in den Medien wird ja wirklich viel breit dargestellt. Es gibt viel Wissenschaftsberichterstattung. Und die Krux ist, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass wir
in den vergangenen 2, 3 Jahren einfach Themen hatten, wo es einen wissenschaftlichen Konsens gibt und Debattenthemen eben sehr stark Wissenschaftsthemen sind, zum Beispiel die Klimakrise oder Corona. Und da eben, wie Ulrike es gerade erklärt hat, alle Meinungen abzubilden in der Herangehensweise falsch ist, weil der wissenschaftliche Konsens da ist und es anders als in politischen Debatten, wo es teilweise um Haltungsfragen geht. Es will man medial eigentlich keinen Meinungsstreit inszenieren darf, weil das dem Thema nicht gerecht wird. Also muss man auch immer wieder beim Thema gucken, eignet sich das für einen Meinungsstreit? Läuft da Meinungsbildung über den Abgleich von Positionen? Oder dürfen wir das bei der Klimakrise so überhaupt nicht machen, weil das einfach keine Meinungsfrage ist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich super, also diese Unterscheidung zwischen Meinung und Analyse, was wir auch häufig auch nicht haben, ne? Also dass wir jetzt verwechseln. Aber ich habe eine Analyse, aber ich habe auch eine Meinung. Nein. Aber da ist ja zum Beispiel Strick und Drosten ein gutes irgendwie, Beispiel gewesen, weil das ist ja auch, man kann natürlich aber auch wissenschaftliche ne, also Daten unterschiedlich interpretieren. Auch das muss man, also Wissenschaft ist ja auch nicht, hier ist die Wahrheit, das wisst ihr natürlich alle, aber das ist ja so ein bisschen das, wie es in der Öffentlichkeit angekommen ist, das ist Wissenschaft, das ist nicht Wissenschaft. Man denkt so, nee, es ist immer, also ne, das wissen wir ja mit irgendwie das männliche und das weibliche Gehirn irgendwie, und da haben Wissenschaftler das eine gesagt, das andere haben sich auf dieselben Daten bezogen. Also so, das ist halt einfach, ja, wir müssen sie auch lesen lernen, diese Informationen. Ich nehme jetzt mal von uns mit und das auch nochmal, um den Punkt zu setzen unter das, was Theresa gesagt hat. Diese Unterscheidung nicht nur zwischen Meinung und wissenschaftlichem Konsens, sondern auch, dass wir kontextspezifisch schauen müssen. Weil ihr habt jetzt mehrere Beispiele genannt und wenn wir sie alle angucken würden, dann würden wir auch, denke ich, feststellen, dass man ganz genau hinschauen muss, wer hatte die Aufmerksamkeit, in welcher Gewichtung und war es hier überhaupt eine Frage von Pro und Contra. Und ich glaube, wenn man das einmal bei jeder Debatte, man könnte es auch, als wir die Iran-Sendung hatten, haben wir diese Frage auch gestellt, also inwiefern wir zum Beispiel einem Regime Aufmerksamkeit gegeben und so weiter. Und dann das immer auch übertragen auf diese Medienfrage. Und wir haben uns heute ja auch entschieden, eine ganz spezielle Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise zu richten. Und in diesem Punkt würde ich jetzt gerne eine Person dazu laden, die ich ja schon angekündigt habe. Sie wird hoffentlich jetzt hier auftauchen. Und diese Vorrede diente ja auch ein bisschen dazu, mal so ein bisschen dieses Debattenfeld aufzumachen, um jetzt an einem spezifischen Punkt auch zu gucken. Hallo, herzlich willkommen, Sarah Schurmann. Hallo und danke für die Einladung. Ja, wir haben das beim letzten Mal schon gemacht und das war total toll für uns, eine Expertin aus einem Bereich, den wir uns genauer angucken wollen, dazu zu holen. Und ich möchte dich erst mal kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt. Du arbeitest als freie Journalistin unter anderem beim SWR und im Sommer 21 hast du das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mit begründet und im Sammelband Medien in der Klimakrise unter anderem den Artikel Die vierte Gewalt und ihr Versagen beim Klimawandel geschrieben. Wie, was für eine schöne Brücke zu Brecht. Die vierte Gewalt, aber an einem anderen Punkt. Nein, das war jetzt ein kleiner Witz, aber nein, tatsächlich ernst gemeint. Dieser Sammelband Medien in der Klimakrise, der wurde mir bei einer Veranstaltung geschenkt, in dem es um Berichterstattung zur Klimakrise ging. Und dann kann ich mir selber an die eigene Nase fassen und auch mir bewusst machen, und darum wird es ja jetzt auch gehen, inwiefern aus einer journalistischen Perspektive eigentlich das Thema intersektional wirklich gedacht wird oder nicht als ein Umweltthema irgendwo am Seitenrand. Und deswegen, du bist sozusagen unsere Expertin. Deswegen würde ich dir gerne erstmal, bevor wir einsteigen, ein paar Fragen stellen. Würdest du sagen, dass du eine Art Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit siehst? Darüber haben wir gerade so ein bisschen gesprochen. Also Stichwort, jeden Tag werden neue Themen publiziert. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Corona eben besprochen. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern Precht und Welzer Recht haben könnten, dass es eine Vereinheitlichung gibt. Aber wie würdest du das sagen, wenn du auf das Klima guckst? Welchen Stand hat das Klima im Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit? Ja, tatsächlich würde ich das so sehen, dass, oder auch das ist eigentlich allen klar, dass das Klima im Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit ja oft den Kürzeren zieht, weil vermeintlich ist immer irgendwas anderes akuter und dringender.
Und das passt dann auch direkt zu dem, was du meintest mit intersektional. Wir nennen es im Netzwerk Klimajournalismus praktisch Klima als Dimension denken, weil das jetzt irgendwie vielleicht weniger politisch erstmal klingt, sondern eher so handwerklich, würde ich sagen, für den Journalismus. Und ich glaube, wir erleben das an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, dass viele Krisen, die wir haben, viele Themen, die wir haben, einfach getrennt gedacht und dann als einzelne Themen behandelt werden, die wir dann irgendwann thematisieren können. Also vielleicht irgendwie auch mit Blick auf die Runde, ne? Also Kapitalismuskritik ist dann mal irgendwie en vogue. Ein paar Leute interessieren sich da mehr dafür, andere finden es eher so ein Hype-Thema und das kann man dann irgendwann thematisieren oder auch das mit dem Zeit, wie ver bringt man seine Zeit, wie verwenden wir die als Gesellschaft, ist irgendwas, was Leute irgendwie ganz interessant finden. Aber dass das und die Klimakrise und all diese Fragen tatsächlich zusammengehören und dass das wirklich extrem akute Krisen sind, die wir auch wirklich zusammen denken, angehen und bei allen möglichen mitdenken müssen, ist so, glaube ich, nicht verstanden, weil die Dringlichkeit nicht verstanden ist. Und deswegen haben wir es bei der Klimaberichterstattung so, dass wir durchaus seit Jahrzehnten gute Klimaberichterstattung immer wieder als so Themenberichterstattung haben. Aber was wir nicht sehen, ist, dass überall da, wo die Klimakrise die Rolle spielt oder auch das Artensterben oder andere planetare Grenzen, dass die nicht konsequent mitgedacht werden, sondern halt eher in so Einzel-Ökomedien und dann wirkt es so, als wäre das irgendwie eine Haltung, als wäre das irgendwie so ein Spezialinteresse, eine Meinung, die man zu irgendwas haben kann. Dabei blendet ein Teil des großen öffentlichen Diskurses die Verbindungen, die bereits da sind, einfach nur aus. Und was glaubst du, woran das liegt? Das Ausblenden. Beim Klima an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Also das war das, was ich beim SWR hauptsächlich gemacht habe, mich damit zu beschäftigen mit der Frage, woran liegt's? Und ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die zusammenwirken, sowohl, ich nenne das immer so journalistisch-handwerkliche Missverständnisse praktisch, also so Systemlogiken, die wir haben, die wir auch in der Ausbildung lernen, wie dass wir Neutralität herstellen, indem wir einfach unterschiedliche Positionen nebeneinander halten und die dann erstmal ja dann vermeintlich ausgewogen berichtet werden, weil wir ja alle zu Wort kommen lassen und dann kann sich unser Publikum selbst eine Meinung bilden, was jetzt richtig ist und was nicht. Was anderes ist, dass Klima ja auch zu Recht und verständlich und auch in anderen Disziplinen lange praktisch so ein Spezial- und Fachthema war. Das heißt, wir haben in Redaktionen die Situation, dass wir einzelne Fachpersonen haben, die sich wahnsinnig gut damit auskennen, aber wir haben nicht, wie bei der Corona-Krise, die Situation, dass wir alle praktisch so ein gewisses Grund- und Faktenwissen haben, so wie wir alle R-Wert, Inzidenzen, Aerosole, ne, das haben wir alles praktisch mit der Öffentlichkeit und den Virologinnen damals parallel gelernt und konnten dann informiert darüber diskutieren, okay, wie wichtig ist jetzt dieses Thema, wie viele Ressourcen geben wir da als Redaktion rein, wie plausibel ist da jetzt so ein politischer Vorstoß, müssen wir uns den kritisch angucken, ignorieren wir den eher. Und man hat praktisch dann aber als Klimafachjournalistin oft nicht die Option, in so einer halben Stunde, Stunde Redaktionskonferenz der ganzen anderen Belegschaft mal richtig die Klimakrise zu erklären und zu sagen, doch, doch, wir müssen es größer machen und ihr müsst es auch mitdenken und so weiter. Und von daher gibt es ganz viel, was da zusammengreift. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig zu betonen, es geht hier, wie bei so vielen, um strukturelle Probleme. Es geht hier nicht um persönliches Versagen von einzelnen JournalistInnen, sondern halt darum, ja, dass wir Probleme haben, auf die wir gucken können. Und wenn wir die kennen, dann können wir sie auch besser lösen. Bevor ich in die Runde öffne, noch eine Frage, die uns zu den aktuellen Debatten führt, nämlich dieser Vergleich oder der Rückblick zu den Protesten von Fridays for Future. Wenn ich das nehme, was du gerade gesagt hast, und dann war das eine Zeit, wo viel berichtet wurde, also weil das war ja auch eine Form von zivilem Ungehorsam, jugendliche Menschen und Kinder stehen freitags und gehen nicht zur Schule und protestieren. Die Medien berichteten sehr unterschiedlich. Darüber kann man sich jetzt streiten, aber es wurde berichtet. Würdest du sagen, dass es seit diesem Zeitpunkt zu heute würde ich sagen, berichtet niemand mehr, wenn irgendein Schüler streikt und eine Schülerin streikt, weil das ist jetzt ein bisschen abgelutscht, dass sich quasi vom Mindset dadurch nichts geändert hat, sondern dass nur dieser Protest das Interessante war und nicht der Inhalt des Protests? Jein. Also was ich schon beobachte, ist, dass Klima als Thema wichtiger und größer geworden ist in den vergangenen Jahren und dass
aus meiner Sicht vor allen Dingen die Proteste von Fridays for Future so erfolgreich waren, weil sie zwei Sachen erfüllt haben. Und zwar einerseits haben sie uns irritiert, damit dass sie nicht mehr zur Schule gegangen sind, dass sie dieses vermeintliche Normal durchbrochen haben, dieses Hinnehmen der Situation, wie sie irgendwie war. Und gleichzeitig haben sie damit eine Aufmerksamkeit erzeugt für das Thema Klima, um sich damit weiter auseinanderzusetzen und haben damit auch ermöglicht, dass mehr WissenschaftlerInnen in der Öffentlichkeit gehört werden. Und diese Kombination aus Irritation und Information hat schon auch dazu geführt, dass wir gesellschaftlich und auf einem individuellen Level unterschiedliche Schritte von ja, Bewusstwerdung gemacht haben. Also das ist uns, glaube ich, nicht so richtig bewusst bei der Klimakrise, weil das so ein vermeintlich einfach nur ein naturwissenschaftliches Problem ist, wo man einmal den IPCC lesen kann und dann hat man verstanden, wo wir stehen und dann reden wir alle über das gleiche Problem. Aber dass wir bei der Klimakrise eigentlich ähnlich wie beim Thema Sexismus, Rassismus, struktureller Rassismus ein Awareness-Problem haben, also dass es wirklich um eine Bewusstwerdung geht, okay, wie groß ist die Dimension, was sind die Zusammenhänge, was kann man wirklich tun, das ist so nicht verstanden und da würde ich sagen, ja, kommen immer mehr Leute dazu oder es kommt immer mehr Bewusstsein dazu, aber wir sind lange nicht da, dass wir alle über das gleiche Problem diskutieren. Damit öffne ich und nehme dein Stichwort Irritation und werfe diesen Ball an Theresa, die Irritation. Denn der Grund, warum wir heute auch über das Thema sprechen, ist, weil wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben und Theresa eben mitgebracht hat, dass sie eben auch, dass du quasi auch die Irritation hattest. Warum reden wir über die sogenannten, ich wiederhole es einmal, Klimakleber und sprechen nicht über Klimakrise? Und welche Irritation hattest du, Theresa? Na, meine Irritation war vor allem in meinem wahrgenommenen Ungleichgewicht in der Menge der Berichterstattung über Klimaproteste und die wissenschaftliche politische Seite, die da ja auch mit dranhängt und wo wir ja gerade viele Anlässe hatten, um da thematisch in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, Sarah hat das ganz gut erklärt, womit das verbunden sein könnte. Weil es ja gerade wenn in den Redaktionen das Wissen um die Klimakrise in der Tiefe so nicht vorhanden ist, sucht man sich natürlich Anlässe, über die leichter geredet werden kann und man dann auch schneller mal einen Kommentar schreiben kann, was bei den Protesten ja der Fall ist. Da hat gerade jeder eine Emotion auch irgendwie zu und eine Haltung. Und die Kritik an den derzeitigen Protesten von der letzten Generation, die hält sich ja gerade wirklich schon viele Wochen und reißt nicht ab. Und daneben haben wir aber ein Gutachten des Expertinnenrates der Bundesregierung gesehen, was aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen untergegangen ist, um die internationalen Klimaverhandlungen gab es mehr Berichterstattung. Es war natürlich deutlich komplexer, auch da wieder darzustellen, was ist da eigentlich beschlossen worden, was wären die Möglichkeiten gewesen, was bedeutet das jetzt, wie geht es jetzt weiter und das jetzt auf eine gute Art und Weise zu kombinieren, ist die nächste Frage. Aber ich finde, da sieht man gerade schon deutlich eine Verschiebung in der Aufmerksamkeit, die natürlich aber auch durch politische Impulse dann weiter gesteuert wird. Und aber da würde mich auch sehr Sarahs Perspektive drauf interessieren, wie sie das wahrnimmt und vor allem, welche Perspektiven es gibt. Also wird es da auch eine Normalisierung der Proteste geben und ist das dann im Endeffekt sogar gut, weil das wieder die Bühne öffnet, sich mit Klima allgemein mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich mich nämlich auch noch gefragt oder finde es interessant, wie akkurat wird eigentlich gerade auch so die Stimmung in der Bevölkerung wiedergegeben, weil wir oft in politischen Debatten hören oder auch gerade von PolitikerInnen, wir machen dann mehr Klimaschutz, wenn die Bevölkerung es mitträgt. Und das dann nochmal mit Daten abzugleichen, wie ist eigentlich das Klimabewusstsein in der Bevölkerung und das Wissen. Und da finde ich gerade auch wieder sehr interessant, wo wir bei Precht und Wälzer waren. Wenn man gerade in die Bestsellerlisten guckt, bei den Sachbüchern, sind da viele Klimabücher mit drin. Also alleine aus dieser kurzen Liste kann man eigentlich schon ableiten, dass es ein sehr hohes Interesse gerade an Klimapolitik und gerade auch an Lösungen gibt. Vielleicht, Sarah, bevor du antwortest, erst nochmal von euch anderen beiden die Eindrücke, nachdem ihr Sarah gehört habt, jetzt zu der aktuellen
Situation, Klimaprotestler, letzte Generation und diesem Unfall einer Radfahrerin, den wir ja auch zum Anlass genommen hatten, und um über Framing, Instrumentalisierung etc. zu sprechen. Also es ist tatsächlich so, ich habe dann nochmal versucht nachzurecherchieren, und Amina See sagt ja, dass irgendwie die Berichterstattung über das Klima oder dass irgendwie, dass das eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen war, nicht weil ihre Ziele angekommen sind in den Medien, sondern weil sich jeder darauf beziehen muss. Also auch die AfD kommt nicht an dem Thema vorbei. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dieses irgendwie, Dinge sind erfolgreich, aber wir haben nicht das erreicht, was wir erreichen wollen. Also das sozusagen parallel zu sehen. Was mich an der Klimaberichterstattung, das ist halt so ein bisschen, als wären es so zwei Pole. Also wir müssen jetzt sofort aufhören, zu heizen, zu konsumieren und CO2 zu produzieren auf der einen Seite. Also nicht, das sind die Forderungen, sondern dass wie es kolportiert wird versus Kunstwerke zu beschmieren, geht ja gar nicht. Und als wären das die beiden Themen, um die es ginge darin. Und das ist ja nicht so. Und das ist tatsächlich, dass ich häufig verzweifle selber in meinem Alltag, weil alles, was mir gesagt wird, was ich machen kann, ist so widersprüchlich. Also wenn ich wüsste, was wir machen können beim Klima, habe ich das Gefühl, könnten wir auch viel, viel mehr tun. Aber wir haben wirklich das Gefühl, wir sollten aufhören zu existieren. Wir sind so schädlich. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht nur nicht sexy ist, sondern das können wir nicht leisten. Das geht ja einfach nicht. Und dass ich tatsächlich Antworten brauche, also auch wirklich mehr Antworten brauche, was können wir realistisch wirklich tun? Mhm. Ulrike? Sowohl als Zivilbevölkerung als natürlich auch als Gesellschaft, also beide. Ja. Ja, also ich meine, ich bin natürlich bekanntermaßen ja der Meinung, dass das Problem durchaus das Wirtschaftssystem ist, also der Kapitalismus. Und da muss ich auch mal sagen, dass ich bei der Klimabewegung das schon vermisse, das Wissen um ökonomische Zusammenhänge. Also ich meine, es ist eindeutig so, dass die Industrialisierung die Klimakrise produziert hat durch das Verbrennen von fossilen Energien. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man sich bei diesem System, in dem wir leben, auskennen würde, weil das Problem im Augenblick aus meiner Sicht ist, dass auf der makroökonomischen Ebene eben sehr viele Nichtlösungen diskutiert werden. Aber nicht, also das, also letztlich immer der irgendwie dann das fehlt, was MeToo auch sagt, nämlich wie kommt man eigentlich in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, ohne dass unterwegs Millionen von Arbeitslosen entstehen. Darauf braucht man als Klimabewegung eine Antwort. Aber das ist natürlich dann ganz viel auch staatliche Planung und alles ganz groß. Und MeToo fragt sich ja, was kann man sofort tun? Und aus meiner Sicht gibt es tatsächlich zwei Hebel, woran man dann auch sehr klar erkennen kann, ob die Bevölkerung für Klimaschutz ist und immer schön Klimaschutzbücher kauft oder ob sie tatsächlich verstanden hat, dass man sich fundamental ändern muss. Und das eine ist eben das Thema Fleischkonsum. Das wird ja von der Klimabewegung auch thematisiert, völlig zu Recht. Und aus meiner Sicht ist es eben so, dass alle, die weiterhin denken, sie könnten 60 Kilo Fleisch im Jahr essen, wirklich das Problem gar nicht verstanden haben. Denn die Landwirtschaft ist der Bereich, wo man als erstes tätig werden kann, auch ökonomisch gesehen, und gleichzeitig produziert sie enorm Klimaschäden durch Methan, aber auch Umweltschäden durch das Artensterben, Gülle im Grundwasser und so weiter, Nitrat ohne Ende. So, also runter mit dem Fleischkonsum, das wäre das eine, es würde auch wirklich viel bringen. Und das Zweite wäre natürlich, dass egal wie man die Klimawende sich vorstellt, ob Abschaffung des Kapitalismus oder nein, die Klimawende wird in keinem Fall funktionieren, wenn es nicht erneuerbare Energien gibt. Nicht? Das ist ja auf jeden Fall der Konsens. Wir brauchen Windräder, wir brauchen Solarpaneele. Und zwar brauchen wir vor allen Dingen Windräder. So, und wenn in Deutschland das Thema Windrad als absolutes Zukunftsprojekt aber nicht wirklich ankommt, dann ist das auch ein Alarmzeichen. Also ich meine, Habeck will natürlich so viele Windräder wie möglich aufstellen. Der Koalitionsvertrag ist beim Thema Windrad auch sehr gut. Aber die Haltung des normalen Deutschen ist ja, okay, das mit den Windrädern, das ist irgendwie die Aufgabe von Habeck, nicht? Damit habe ich nichts zu tun und da kann sich Habeck jetzt mal ganz alleine abstrampeln. Es gibt keine breite Bewegung für das Thema Windrad, dass das entbürokratisiert wird, dass das schnell geht, dass die aufgebaut werden, dass man die Handwerker dafür auch ausbildet. Also daran fehlt es ja dann zum Teil auch.
So, und dass man die Rohstoffe, also dass man da die ganzen Logistikprobleme, die im Augenblick auch die Herstellung von Windrädern so ein bisschen behindern, dass man das alles aufhebt. Also, dass das eine kollektive Veranstaltung, eine Aufgabe sein muss, hier irgendwie an Windstrom ranzukommen. Denn wenn es keinen Windstrom gibt, braucht man das Thema Klimawende gar nicht weiter zu verfolgen. Jetzt seid ihr mir beide ein bisschen davon galoppiert und habt jetzt schon eigentlich eine redaktionelle Aufgabe erfüllt, nämlich die Debatte um die Klimaprotestler und ihre Inhalte, die nochmal andere Forderungen haben, als redaktionelle Themen aufzuarbeiten. Aber ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu Sarah und nämlich auch die Frage, die Theresa gestellt hat, inwiefern dieses Unwissen auch eben eine inhaltliche Auseinandersetzung verschiebt, weil man sich aufs einfachste Pferd setzt und in dem Fall die Legitimität des Protests diskutiert. Sarah, und das war die erste Frage. Und dann schieben wir noch mal hinten an diese, worüber müssten wir eigentlich sprechen, was ihr jetzt schon begonnen habt. Aber was würdest du sagen? Ist es so? Ist das einfach so banal? Ja, leider schon. Und da ist auch der Punkt, dass ich sagen würde, also ich verstehe das auch, ne? Also vor, keine Ahnung, 3 Jahren hätte ich als Journalistin in der Redaktion vermutlich das Gleiche gemacht, als ich nicht kapiert habe, wie akut diese Krise ist und wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Und da sehe ich auch praktisch die Parallele. Also wir Journalistinnen sind halt auch nur Menschen, ne? Also das, was Ulrike gerade beschrieben hat, auf dem gesamtgesellschaftlichen Level, das sehen wir auch in den Redaktionen. Und wir als Journalistinnen haben da in dem Sinne eine gewisse Doppelrolle. Also einerseits spiegeln wir den öffentlichen, politischen, verzerrten Diskurs einfach wieder, indem wir genau diese Debatten und Scheindebatten immer wieder abbilden. Und gleichzeitig befördern wir ihn, weil wir praktisch als Journalistin auch den Reflex haben, immer wenn irgendein Thema aufkommt, nochmal die zweite Seite dazu rauszusuchen, vermeintlich, wo ja auch jetzt erfolgreich eine Atomenergiedebatte wieder dabei vorhergesch also oder ja, herbeigeschrieben wurde in den vergangenen Monaten. Also das war eine Zeit lang überhaupt nicht möglich, irgendjemand in Deutschland zu finden, der noch gesagt hätte, doch, doch, wir brauchen Atomenergie. Aber wir haben so lange nach den verrücktesten Leuten gesucht, bis sich das wieder irgendwie so im Diskurs normalisiert hat, dass auch alle möglichen PolitikerInnen das wieder sagen. Und das ist wirklich, also das kann man wirklich nachvollziehen. Wo war das zuerst? Wer war zuerst genannt und so weiter und so fort? Da würde mich so eine Diskursanalyse eigentlich mal interessieren. Und ja, und von daher sind wir als Journalistin aber auch besonders in der Verantwortung und tragen auch eine Mitschuld daran, dass dieser öffentliche Diskurs so verzerrt ist. Und wenn wir jetzt noch mal gucken auf das Stichwort jetzt der letzten, ich sage tatsächlich mal 5 Tage oder der letzten Woche, Stichwort, jetzt haben wir eben nicht mehr Fridays for Future, jetzt haben wir die letzte Generation als Schwerpunkt. Ihr habt hier schon zum Anlass genommen, über Themen zu sprechen, über die wir eigentlich sprechen sollten. Aber sprechen tun wir ja hauptsächlich, wenn ich jetzt bestimmte Begriffe eingebe bei Google über Vergleiche mit der RAF beispielsweise, Instrumentalisierung von rechts, eine Vermischung von Themen. Ich lese von Haftstrafen. Ich lese viele Kolumnen und Meinungsstücke, jetzt ist mal gut. Und gleichzeitig lese ich aber auch geteilte Meinungen, wie zum Beispiel von einem Richter am Amtsgericht im Tiergarten in Berlin, der eben ein Strafbefehl abgeschmettert hat. Gleichzeitig werden in Bayern welche Menschen inhaftiert. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl als selbst medienkonsumierende Person, ich kann mich jetzt entscheiden, auf welchen Zug ich aufspringe. Welche Beobachtungen machst du, Sarah, und ihr alle natürlich auch, wie dieses Thema gerade gehandelt wird? Wie durchkommen jetzt durch diese Zeit und den Fokus bewahren, also um das, was es eigentlich geht? Ja, diese Ambivalenz von Informationen, die uns im öffentlichen Diskurs begegnet und die auch durchaus zum Beispiel durch fossile Lobbys wirklich öffentlich gefördert, mit sehr, sehr viel Geld eingebracht wird, um den Diskurs zu verlangsamen, sorgt halt, wie gesagt, dazu, dass wir dafür, dass wir unterschiedliche Bewusstseinsstände dahingehend haben, okay, wie akut ist die Situation, was sind jetzt wirklich legitime Forderungen, was sind wirklich die effizienten, effektiven Dinge, die wir eigentlich machen können. Und ich habe ein Beispiel, was es vielleicht ein bisschen verständlicher macht. Und zwar weiß ich, dass es in der Vergangenheit innerhalb von CDU, CSU eine Umfrage gab dazu, okay, wie viel Sorgen machen Sie sich eigentlich ums Klima? Und dann haben, glaube ich, so irgendwie über 80% geantwortet, sehr viele. Und dann war die nächste Frage, und wie legitim finden Sie die Forderung Fridays for Future? Nee, total unsinnig. Und wie viel Sorgen machen Sie sich eigentlich darum, ob wir die Klimaziele einhalten können oder nicht? Nee, machen wir uns keine Sorgen drum, ne? Wird sich unsere Partei schon drum
kümmern. Und da sieht man, dass es praktisch ein großes emotionales Bewusstsein um die Klimakrise gibt. Also wir wissen schon alle, wir stecken ganz schön tief in der Scheiße und es kann nicht einfach so weitergehen. Und gleichzeitig fehlen vielen total die Möglichkeiten daran zu beurteilen, was ist jetzt eigentlich eine angemessene Forderung, was ist wirklich eine angemessene Politik, was brauchen wir eigentlich, sondern es geht dann praktisch viel um Identität, um vertraue ich meiner Partei, denen, mit denen ich mich identifiziere, dass sie sich da schon drum kümmern werden, dass sie irgendwie meine Lebensgrundlagen erhalten werden. Und das ist, ja, wie gesagt, einfach eine Ambivalenz, die auf so einem individuellen Level auch total schwer zu durchsteigen ist, zum Beispiel, weil es noch sehr wirksame psychologische Abwehrmechanismen gibt, die dann halt einen wirklich mit dieser Überforderung von wegen, okay, die sagen jetzt eigentlich, ich darf nicht mehr existieren und ich darf nichts mehr machen. Und so, das führt dann bei vielen auch zu einem, nee, das ist mir jetzt zu viel, damit beschäftige ich mich gar nicht. Und wenn es so akut ist, dann wird sich schon irgendjemand kümmern. Oder auch in so einen Fatalismus von, wir können ja eh alle gar nichts machen und so. Und diese Ambivalenz von dann tatsächlich Meinung sehen wir auch im öffentlichen Diskurs abgebildet. Was wir weniger sehen oder nicht so prominent, sind halt solche Einordnungen, wie es Ulrike macht. Also gerade als du es eben irgendwie auch sagtest von wegen, ja, ich bin ja der Meinung, dass unser Wirtschaftssystem da Probleme hat. Das ist nicht deine Meinung. Das ist keine Meinung, sondern das kann man halt nachweisen und das sind nachweisliche Zusammenhänge und darauf müssen wir dann auch gucken, was sind eigentlich die Lösungen. Und dadurch, dass sowas dann aber als Meinung öffentlich auch dargestellt wird, ist dann halt so, ja, also die einen meinen halt so, die anderen meinen so, was wir jetzt machen sollen, wissen wir jetzt auch nicht. Weitere Eindrücke von euch zu dieser Frage, wenn wir jetzt gerade hören, was ist sozusagen faktisch zu greifen und was ist Meinung? Also was jetzt die letzten Wochen der Berichterstattung angeht, da hatte ich das Gefühl, es war so ein paralleles Thema. Also einmal, was dürfen wir als Demokratie, also einmal, was darf Protest, aber auch irgendwie diese ganzen dürfen Menschen präventiv, ohne dass sie ein Verbrechen begangen haben, mal in Schutzhaft nehmen. Also solche Fragen, also das sind ja wichtige demokratische Fragen, wo ich natürlich eine ganz eindeutige Haltung habe, natürlich darf man das nicht. Und da war ich schon so, dass es auch angekommen ist, halt, das ist schwierig, dass das irgendwie, das bedroht uns gerade als Demokratie und das geht ja parallel mit anderen Sachen, dass wir auch andere Maßnahmen, die wir aus bestem Wissen und Gewissen, also das gerade gab es ein Verfassungsschutz, Gerichtsurteil, dass irgendwie die Lockdowns in Bayern ganz am Anfang, diese super harten Lockdowns, dass man das nicht machen kann. Und ich finde, das sind wichtige Debatten, die wir als Gesellschaft führen müssen, auch also wie weit dürfen wir Menschen kontrollieren? Welchen Eingriff hat Gesellschaft auf Menschen? Das ist das andere Thema. Gleichzeitig, das ist mir eben aufgefallen, ich wünsche mir, dass wir eine Sendung über Windräder machen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir in diese Themen reingehen, denn es hört sich immer total einfach an oder auch was Fleisch angeht. Ich habe dann irgendwie vor kurzem irgendwie mal mit Landwirten Interviews gemacht zu einem ganz anderen Thema. Und da kam ganz häufig das Feedback, dass sie gesagt haben, oh, wir haben Angst, dass wir im Rahmen von irgendwie Klimabewegung wegrationalisiert werden, dass es uns nicht mehr geben darf. Und das sind natürlich Sachen, da habe ich keine Antwort drauf, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wo ich merke, da wird spannend. Also das sind nicht Widersprüche im Sinne von Pro und Contra, sondern was sind die unterschiedlichen sozusagen Bedürfnisse, Haltung, die wir an einen Tisch kriegen müssen, um eine stabile Lösung zu kreieren darin. Ja, das stimmt. Also die Landwirte muss man natürlich berücksichtigen. Also und auch absichern. Aber das ist kein Problem. Es gibt irgendwie nur 280.000 vollerwerbstätige Landwirte in ganz Deutschland. Das kriegt man hin. Und es gibt auch, es gab auch in der Landwirtschaft schon eigene Initiativen. Also es ist ja so, dass selbst Landwirten klar ist, dass man nicht das gesamte Grundwasser mit Gülle ruinieren kann, nicht? Also die sind ja nicht total doof. Oder dass das auch mit dem Nitrat gar nicht geht oder dem Lachgas. Das haben eigentlich alle Landwirte schon begriffen. In der Tat ist für die zentrale Frage, wie soll es mit ihnen persönlich weitergehen? Und dann gab es in der Landwirtschaft schon runde Tische zwischen der Jugend, ich glaube des BUND und der Jugend der Landwirtschaft. Und die sind sehr weit gekommen. Da gibt es schon Lösungen. Nur das Problem ist, diese ganzen Lösungen funktionieren nur, wenn die Bevölkerung weniger Fleisch isst.
Nicht der, also der Fleisch ist ein unglaublich aufwendiges Lebensmittel, ganz einfach, weil man bis zu 10 Getreidekalorien braucht, um eine Fleischkalorie herzustellen. Und wenn alle denken, sie können wahnsinnig viel Fleisch essen, dann reichen die Flechten nicht für den Ökolandbau. Dann müssen wir auch Soja aus Brasilien, sprich aus dem Amazonas, importieren und so weiter und so fort. Das heißt, das Interessante ist ja, alle wollen wissen, was sie machen können. Und die Verantwortung des Konsumenten ist beim Thema Fleisch wahrscheinlich am größten. So, und wenn man dann aber nicht bereit ist, auf Fleisch zu verzichten, dann weiß man auch, okay, alle diese vielen Eltern, die da munter Fleisch essen, wollen die Zukunft ihrer Kinder ruinieren. Das scheinen sie aber nicht zu begreifen, dass da ein Zusammenhang herrscht. Und ich glaube, dass man diesen, das, vielleicht, ich meine, das mit den, wie immer man das sieht, ich glaube, die Nummer mit den Kunstwerken und den Straßen hat sich jetzt erschöpft. Und weil es da auch wieder, das hatte ja Hadija vorhin bei anderen Themen gesagt, irgendwann gibt es auch diesen Abstumpfungs-, diesen Gewöhnungseffekt. Und da könnte man doch jetzt mal als Klimabewegung auf das Thema Fleisch umschwenken, nicht? Da wären dann auch wieder alle ganz schockiert. Aber das würde aus meiner Sicht wirklich was bringen. Aber das finde ich auch total toll. Also dieses, wie machen wir es? Wie setzen wir es dann um? Weil, also wie gesagt, meine Tochter hat ja irgendwie sich komplett vegan ernährt, auch aus Klima, also nicht nur, aber auch aus klimatechnischen Gründen. Und irgendwann hat die Arzt ihr gesagt, du hast ein Problem, du hast zu wenig Vitamin B Ja, und natürlich. Ich rede auch nicht davon, dass Leute vegan werden müssen. Sie müssen auch nicht vegetarisch werden. Sie müssen nur weniger Fleisch essen. Das wäre sogar gesund. Es wäre schon mal eine Maßnahme, wenn alle Deutschen so viel Fleisch oder so wenig Fleisch essen, wie das die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ne? Das wäre nämlich schon mal 2 Drittel weniger als jetzt. Dann hätten sie weniger Krebs, weniger Herzinfarkte, weniger Entzündungen, weniger Darmprobleme, weniger Hochdruck und so Bluthochdruck und so weiter. Also Fleisch ist ein gefährliches Lebensmittel und es ruiniert unsere Umwelt. So, und ich finde, daraus könnte man doch mal eine Kampagne machen. Jetzt als Klimaaktivist. Scheint ja immer noch nicht bei allen Deutschen angekommen zu sein. Also man muss aber ganz klar sagen, man darf Fleisch essen, nur nicht so viel. Weil wenn die Leute denken, sie müssen Veganer werden und dürfen auch überhaupt keine Milch trinken, dann ist denen das zu kompliziert. Aber das kann ich auch verstehen. Aber die gute Nachricht ist, so schlimm wäre es gar nicht. Das ist gut, dass du es sagst. Ich meine, es gibt tatsächlich Materialien. Ein alter Kollege von mir, Florian Schwinn, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Im Endeffekt muss man ja auch gucken, wie hat man das Fleisch in eine Gesellschaft gebracht. Und das einfach abzuschaffen, würde auch rein zirkulationsmäßig nicht funktionieren. Aber jetzt habt ihr wieder etwas gemacht und es ist ja sehr interessant. Ihr habt die verschiedenen Felder aufgemacht, in denen wir uns bewegen, was man alles beachten muss. Als nicht, und jetzt wieder auf Sarah, auf deinen Schwerpunkt, du hast gerade vorhin gesagt, vor 3 Jahren hättest du bestimmte Zusammenhänge aus einer Hintergrundperspektive gar nicht feststellen können. Und ich sehe jetzt zwei Problempunkte, die ich gerne noch mal einbringen würde. Das eine ist, dass wir jetzt ganz viele Sachen von euch gehört haben, wo man alles hingucken muss oder könnte. Ob jetzt als Klimaaktivistin oder einfach als interessierter Mensch in dieser Welt. Das andere ist unsere Vermittlungsaufgabe aus einer journalistischen Perspektive. Und jetzt hört uns irgendjemand zu und würde sagen, ja, okay, aber wie konfrontiere ich denn jetzt am besten mein Publikum? Wo fange ich denn an bei der Berichterstattung, über etwas zu berichten, was ja auch schon die Vorstellungskraft von vielen übersteigt? Und wenn ich alleine euch kurz zugehört habe, merkt ihr ja schon, diese Verbindungen müssen eben hergestellt werden. Und Sarah, deswegen oder an euch alle, aber auch nochmal explizit an dich, Sarah, mit diesem psychologischen Verdrängungsmoment im Hinterkopf, wie denn am besten berichten, wenn wir jetzt konkret es am Beispiel der Klimarechtsaktivisten übrigens, die einen Schritt weitergehen, weil jetzt war es der BER, der Flughafen. Also es gibt schon eine Debatte, die jetzt, glaube ich, noch mal eine andere Qualität bekommen wird. Das wäre jetzt meine Prognose. Das heißt, das Thema, glaube ich, wird sich halten, weil die letzte Generation keinen Grund hat, nicht weiterzumachen und sich andere Orte zu suchen, weil ihr Thema ja da ist und noch nicht verstanden wurde, wie wir ja festgestellt haben. Das heißt, wie können wir diese Aufgabe übernehmen als JournalistInnen, die richtigen Eckpunkte zu setzen? Jetzt, in dieser Zeit. Und für die Zukunft natürlich auch, Sarah. Genau, ich würde sehen, dass man an dem, was wir gerade diskutiert haben, eigentlich zwei Knackpunkte sieht, die man für die Berichterstattung verstehen muss. Also das erste ist False Balance, haben wir als Konzept jetzt mit der Corona-Krise alle, glaube ich, gelernt, ne? Das bedeutet, dass wir zwei Sachen, die eigentlich unterschiedlich wissenschaftlich legitim sind, nebeneinander halten und es sieht aus wie, ach naja, 50-50, obwohl dahinter eigentlich vielleicht 98 Wissenschaftlerinnen sagen, es sieht so aus und zwei sagen, es sieht so aus. Und
Was nicht begriffen ist im Klimabereich, ist, dass man praktisch Force Balance nicht nur erzeugt, indem man einen Klimawissenschaftler und eine Klimawandelleugnerin irgendwie gegenüberstellt, sondern dass man Force Balance zu allem erzeugen kann. Zu jeder kleinsten Detailfrage in diesem Bereich kann Force Balance erzeugt werden. Und was auch nicht verstanden ist, ist, dass tatsächlich halt oft Lösungen etwas komplexer sind. Also das, was Ulrike gerade beschrieben hat fürs Fleisch, das gibt es für ungefähr alles. Also wir haben dann zum Beispiel die Debatte, wird Wasserstoff uns retten? Nein, wird es uns nicht. Aber es ist ein wesentlicher Teil, den wir in bestimmten Bereichen brauchen. Aber wir werden nicht alle irgendwie unsere Häuser damit beheizen können und unsere Autos damit fahren, weil so viel kriegen wir gar nicht her. So, oder keine Ahnung, also selbst jetzt in der aktuellen Debatte erlebe ich KlimaschützerInnen als wahnsinnig pragmatisch, ehrlich gesagt, auch bei der Frage mit, können wir jetzt gerade Kohlekraftwerke nochmal hochfahren oder wie lange nutzen wir Energie aus Atomkraftwerken irgendwie weiter? Und die meisten sind so ein bisschen, ja, okay, also whatever helps und solange es nicht gefährlich ist, im Sinne von, okay, vielleicht 3 Monate weiter, aber wir können halt keine neuen Atomkraftwerke bauen, weil. Und diese etwas kompliziertere Antwort auf alle möglichen Fragen ist halt, also erstens muss man das dann auch kennen und wissen als Journalistin. Wie gesagt, ich habe mich eigentlich auch auf einer privaten Ebene schon relativ lange zu allen möglichen Fragen belesen, war dann immer total verwirrt, aber weil die einen sagen so, die anderen sagen so und ist dann jetzt irgendwie eine Plastikflasche wirklich besser als eine Glasflasche und wie viel Fleisch ist gut oder doch gar kein Fleisch oder hm. Und das ist, wie gesagt, immer eine gewisse ambivalente oder komplexere Antwort dazu gibt, ist nicht so ganz verstanden. Und was auch nicht verstanden ist und oft, also nicht nur von Journalistinnen, sondern schon auch von der aktivistischen Bubble vereinfacht dargestellt wird, ist das, was Mithu am Anfang gesagt habe, im Sinne von, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Und dieser Widerspruch zwischen strukturellem und individuellem Handeln und Veränderung. Und auch da ist es so, also ich brauche jetzt, glaube ich, eher 5 Sätze, um das zu erklären, halt nicht einen und dadurch kommt man oft gar nicht so weit. Aber der Punkt ist praktisch, individuelles Handeln wird uns nicht mehr retten, weil es viel, viel zu langsam ist. Gleichzeitig sind individuelle Verhaltensveränderungen unbedingt nötig. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, werden wir innerhalb weniger Jahre alle sehr anders leben müssen als heute. Und individuelle Veränderungen sind auch ein wahnsinniger Treiber dafür, dass gesellschaftliche Veränderungen passiert. Nur halt nicht unbedingt im Sinne von wir als Konsumentinnen, ne, wir entscheiden uns jetzt das zu kaufen, nicht mehr das. Das kann auch einen Einfluss haben, so wie dann aus einer, ja, ich fliege nicht mehr, eine Flugschamdebatte in Schweden wird und dann gibt es auch praktisch einen politischen, öffentlichen Diskurs, der Dinge möglich macht, sondern es geht eher darum, Dinge zu tun, die über den eigenen Haushalt hinauswirken und damit praktisch auch in die Gesellschaft reinwirken, über den Fakt, dass wir damit konkret Emissionen einsparen, holen wir auch diese vermeintlich abstrakte Debatte aus der Politik und den Medien rein in die Gesellschaft, in unsere Freundeskreise, in den Kollegenkreis und so weiter und so fort und verändern damit Normen und Werte und machen damit auch möglich, dass wir eine Politik ermöglichen, die genau diese Veränderung auf einem gesamtgesellschaftlichen Level ermöglicht. Und das sind halt praktisch auch Ebenen, die jetzt in der journalistischen Darstellung, also die muss man ja erstmal verstanden haben, damit man sie selbst darstellen kann. Ne? Und dann höre ich oft von Kolleginnen von wegen, naja, aber ich habe ja halt nur so einen 1,30, 2,30 Beitrag im Radio, da kann ich das ja gar nicht alles vermitteln. Und da erzähle ich dann immer von einem Beispiel, von einem österreichischen Format, das heißt Klimaheldinnen. Und ich fand es ganz schrecklich, als ich am Anfang davon gehört habe, weil ich dachte, oh, es geht jetzt bestimmt darum, kein Fleisch zu essen und Plastik zu recyceln und Fahrrad zu fahren. Aber sie schaffen es, innerhalb von einer 5 Minuten Sendung gibt es so ein Feature-Element, was irgendwie 1,30 oder 2,30 geht. Und das schaffen sie es anhand einer Person, ein gesellschaftliches, strukturelles Problem einzuführen, wie diese Person mit diesem Problem umgeht und warum das eine mögliche Lösung in unserem Gesamtbild ist, warum wir das aber auch auf einer gesellschaftlich-strukturellen Ebene brauchen. Und sie schaffen es darüber, weder das Problem zu verharmlosen, noch irgendwie in so einem, oh mein Gott, wir können eh nichts tun, zu landen, sondern sie zeigen konstruktiv aus, wie können Lösungen aussehen. Und von daher mein positiver Appell, also wenn man es verstanden hat, kann man es auch journalistisch gut aufbereiten und das auch in 1,30 oder 2,30. Es gibt auch total, also es gibt sehr ermutigende Forschungsergebnisse aus der Forschung zu Journalismus und Kommunikation, die besagen, dass Komplexität etwas ist, das LeserInnen schätzen und dass sie eher dabei hält bei einem Stück und auch Glaubwürdigkeit schafft, weil Menschen das eben aus ihrer eigenen Lebensrealität wissen, dass alles komplex ist und es selten einfache Lösungen gibt. Und wenn sie das dann dargestellt sehen,
sie tatsächlich, und da sind wir beim Anfang der Sendung, eher auch wieder Vertrauen in Medien schöpfen, wenn Komplexität nicht zu sehr reduziert wird, keine einfachen Lösungen verkauft werden. Und ich finde, da kann Journalismus sehr gut drauf aufbauen, aber auch Politik und politische Kommunikation. Und ich fand auch die Ergebnisse aus der CDU-Umfrage für Politik ja eigentlich sehr ermutigend, wenn Menschen ihren Parteien vertrauen, Lösungen entwickeln zu können, auch für die Klimakrise, dann gibt es ja eine Legitimation, auch neue Lösungen zu präsentieren. Und dann braucht man die Debatte nicht immer so verkürzt führen. Wir brauchen aber erst den Rückhalt, wenn dann ein gewisser Vertrauensvorschuss auch schon da ist. Aber ja, und ich würde mir von journalistischen Formaten eben viel mehr wünschen, gerade auch in Gesprächsrunden, die Komplexität mehr darzustellen, sodass man dann auch bei dem Publikum danach den Effekt hat, dass die mehr Interesse haben und nochmal selber auf die Suche gehen nach weitergehenden Informationen und man und das Publikumsbedürfnis vielleicht gar nicht so ist, aus einer Sendung rauszugehen und alles zu wissen. Also diese Art von Klarheit und einfachen Lösungen und Meinungsabtausch, Meinung hier, da, dass das überhaupt nicht ein Ziel von der Sendung sein muss, sondern man das Publikum auch mit weiteren Fragen entlassen darf und mit unfertigen Antworten entlassen darf. Absolut, da kann ich vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Wenn ich über sowas rede, wird mir oft gesagt von wegen, ja, aber das ist ja jetzt eher bei so einer urbanen, akademischen Zielgruppe so und ach, bevor wir alle anderen mitgenommen bekommen. Und das reflektiert für mich nur, mit wem ich da gerade diskutiere und welches Selbstbild da vorherrscht. Das ist überhaupt nicht das, was ich im Alltag erlebe, sondern was praktisch auch KlimabürgerInnenräte zeigen, ist, dass man repräsentativ Leute auswählen kann und ihnen sagen kann, okay, hier ist ein komplexes Problem, hier stehen wir und hier sind mögliche Lösungen und die das durchaus begreifen und auch interessiert. Und ich habe ehrlich gesagt eher die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, die weniger Privilegien besitzen, die auch sehr viel schneller bereit sind, praktisch eine Perspektive zu wechseln oder auch irgendwie radikale Lösungen mitzutragen. Und dass das eher ein bisschen schwieriger ist, wenn ich mich, sage ich mal, mit Politikredakteurinnen unterhalte, die das Selbstbild haben, die Welt einigermaßen gut verstanden zu haben und dann so rauskommt, ah ja, nee, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen und jetzt jeden Abend irgendwie ein teures Steak essen, geht jetzt nicht mehr. Also da stelle ich einen größeren Widerstand fest, sich damit überhaupt inhaltlich auch auseinanderzusetzen, weil es halt irgendwie einerseits das eigene Selbstbild und andererseits das eigene Selbstverständnis sehr viel mehr in Frage stellt. Das finde ich einen interessanten Punkt, den du machst, weil es so schön in diese feministische Presserunde auch passt, sich nämlich mit den verschiedenen Überschneidungen und damit auch den unseren Positionierungen in der Gesellschaft zu beschäftigen. Also wer gerade am Anfang, um nochmal zu erinnern, welchem Thema wird Aufmerksamkeit geschenkt, aber wem wird auch zugehört, welchen Positionen, welchen Fragestellungen. Du hast jetzt gerade, und das würde ich gerne so in die Abschlussrunde mitnehmen und auch mit einer leicht flapsigen Frage. Du hattest jetzt erzählt, gibt ein Format, das widmet sich der Komplexität. Dafür habt ihr beide geworben, Therese und Sarah. Ihr habt gesagt, Komplexität, studientechnisch ist es erwiesen, dass Leute das mögen, aber auch bei Befragungen auf der Straße. Ich würde das auch unterstreichen. Ich habe mitgenommen, Querschnittsthema, also es nicht nur sondern immer mitzudenken. Das bedarf aber Wissen darüber, also so ein bisschen der Aufruf. JournalistInnen seht das als Fachgebiet. Wir müssen Wissen anhäufen. Wie ist es denn mit Sprache? Also ich habe vorhin einmal diesen Begriff Klimakleber genommen und damit ist schon alleine vielleicht sich bestimmter Begrifflichkeiten bewusst zu werden, die ja auch schon einen Frame setzen. Weil ich habe den Begriff jetzt so oft gehört und merke, wie der zum Beispiel bei mir im Kopf alleine schon etwas macht. Und ich würde behaupten, das tut es auch bei anderen. Ist das vielleicht auch etwas, was wir mitdenken können bei diesem, das Thema mehr erfassen? Dabei auch die Sprache in den Blick zu nehmen, wie wir dieses Thema beschreiben. Und zwar nicht nur mit Fachbegriffen oder mit boulevardesken Begriffen, sondern irgendwo dazwischen. Was denkt ihr? Naja, also ich würde sagen, also da liege ich vielleicht falsch, aber Klimakleber ist erstmal ein neutraler Begriff. Der beschreibt ja, was da gemacht wird. Und wenn der dann negativ konnotiert wird, dann, was ich glaube, bei dir ja mitschwingt, dann liegt das nicht am Begriff.
sondern dann liegt es an der Art, wie über diese Protestformen berichtet wird oder wie die Mehrheit das dann auch erlebt als Störung ihres Alltags. Also ich glaube, auch deswegen würde es jetzt nichts bringen, den Begriff zu verändern, weil am Begriff liegt es nicht, ne? Das ist ja nur eine Beschreibung, sondern die Bewertung der Gesellschaft ist da das eigentliche Thema. Gut, wenn wir uns insgesamt Sprache und Begriffe angucken, dann ist natürlich ein Begriff wie letzte Generation, das erinnert mich halt wirklich so an meine Jugend, an die 80er Jahre, die ich politisiert worden bin, wo es halt wirklich no future, es gibt es nicht. Das ist ja eine Form zu politisieren, die kurzfristig sehr viel Aufmerksamkeit bündelt und wo ganz schnell Aufmerksamkeit auch einfach abfällt. Also weil A, wir werden nicht die letzte Generation sein. Ne? Also egal wie, die Welt wird überleben. Wir müssen aber dringend was tun, weil es kann ganz schön schlecht werden. Aber irgendwie dieses, wenn wir jetzt nicht sofort etwas tun, wenn wir morgen alle sterben, ist etwas, was einfach nicht funktionieren kann auf lange Sicht. Also auch darüber müsste man reden. Ich finde, man darf auch gerne protestieren, auch wenn man nicht die perfekte Sprache hat. Das sollte man dazu sagen. Aber was ich mir wünsche, wäre tatsächlich eine Rhetorik in den Medien und auch von der Klimabewegung, die ein Denken, wie können Menschen positiv mit der belebten Welt um uns herum interagieren, möglich macht. Weil das haben wir im Moment nicht. Wir haben im Moment immer nur die Rhetorik, wir müssen weniger schädlich sein. Und wir haben aber darin noch nicht, weil wie kann denn eine Interaktion, wie wir auch nützlich sind für die Welt, funktionieren? Und das hätte ich gerne mehr in unseren Debatten. Also wie können wir unser, Robin Wall Kimmerer sagt ja immer irgendwie, es ist nicht die Umwelt, die zerstört, es ist unser Verhältnis zu der Umwelt, das zerstört ist. Also wenn wir ein funktionierendes Verhältnis haben, können wir auch mit sehr viel mehr Verantwortung handeln und agieren. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ein großes Anliegen ist. Ich würde sagen, dass es einfach eine journalistische Tugend ohnehin ist, Dinge möglichst konkret zu formulieren und möglichst verständlich zu formulieren. Und ich bin da sowohl bei Sprache als auch Bildsprache wieder dabei, dass man Dinge praktisch auch verstehen muss, um sie dann oder begreifen muss. Verstehen ist so kognitiv, begreifen ist ein bisschen größer, beinhaltet auch was Emotionales und zum Beispiel ja auch eine Bebilderung, die wir gesehen haben, wenn wir ganz normale allgemeine Klimathemen bebildern, dann hat man oft entweder so ein generisches Windrad oder halt irgendwie generisch leidende Menschen im globalen Süden. Und das ist praktisch, das spiegelt unser Denken wider. Also was wir nicht sehen oder oft nicht sehen, sind handelnde Menschen im globalen Süden. Also wir müssen absolut thematisieren, dass das praktisch ja Regionen sind, wo die Auswirkungen schon sehr viel deutlicher sind. Aber das sind ja auch nicht alles Opfer. Also das wird ja damit so dargestellt, sondern praktisch da werden Lösungen erarbeitet, da werden auch Lösungen oder ein Umgang damit erarbeitet, eine Resilienz, von der wir auch lernen können, global gesellschaftlich. Und genauso werden Lösungen dann oft auf technische Lösungen verkürzt. Also praktisch, das ist die Lösung, wir müssen sehr viel weniger Fleisch essen und die Tierindustrie massiv runterfahren, was übrigens auch so Biodiversität und pandemietechnisch eine richtig gute Idee wäre. So, das zeigen diese Bilder dann oft nicht und das zeigt auch Sprache nicht. Und auch das mit dem, wie gut kann man eigentlich formulieren, habe ich festgestellt. Also bei uns Journalistinnen ist das halt unsere Aufgabe. Wir beschäftigen uns damit, wie können wir Dinge möglichst konkret runterbrechen, ohne sie zu verkürzen. Viele Menschen, die jetzt gerade in den Aktivismus gehen, haben das nicht gelernt. Also, und ja, die professionalisieren sich jetzt auch, was Pressearbeit angeht und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, was ja auch offensichtlich gar nicht ankam, ist, dass sich niemand bei der letzten Generation für die letzte Generation hält, sondern sie beziehen es darauf, dass wir die letzte Generation sind, die noch etwas tun kann, um diesen Zusammenbruch abzuwenden. Und das ist einfach so. Also wenn wir innerhalb dieses Jahrzehnts nicht eine wahnsinnige Revolution erleben und wahnsinnig viele von diesen Schritten schon sehen, dann wird es halt einfach haarig und das sagt uns der IPCC. Und das versuchen sie eigentlich aufzugreifen, aber es lässt sich auch nicht so gut transportieren. Und ein weiteres Beispiel ist der Begriff kommende Generation, der ja auch viel von der Klimabubble selbst benutzt wird. Und vor 3 Jahren dachte ich halt, dass die kommende Generation meine Enkelkinder sind. Und dass wir, ne, bis 2050 schon noch irgendwie die Zeit haben, die Scheiße abzuwenden. Und werden wir ja machen, weil wenn nicht, wären wir ja schön blöd. Und irgendwann ist mir halt bewusst geworden, dass
ich offensichtlich diese kommende Generation bin. Also, und dass das praktisch interpretationsoffen ist, worüber wir hier reden. Ja, Menschen, die später geboren werden, werden immer noch dramatischere Auswirkungen merken. Aber jeder und jede, die heute 70 ist, haben gute Chancen, 90 zu werden. Und in den kommenden 20 Jahren wird sich so viel verändern. Und wir blenden das auch durch unkonkrete Sprache aus. Also von daher hat Sprache auf jeden Fall eine Funktion und transportiert auch unser Denken. Und deswegen wird es auch in jedem Bereich wichtig sein, Dinge konkret zu formulieren. Theresa, möchtest du auch gerne noch etwas zum Abschluss sagen zu diesem Gedanken der Verantwortlichkeit? Ich fand das von Sarah gerade so stimmig formuliert, vor allem diesen letzten Punkt, das immer noch mal klarer herauszuarbeiten, dass die Zukunftsperspektive ja gar nicht weit in der Zukunft liegt, sondern dass ja auch die Generation der Menschen, die jetzt vielleicht im Rentenalter sind, schon ganz, ganz konkret betrifft. Und da die große Leistung von Journalismus, aber auch allen anderen, die dazu kommunizieren, eben sein wird, das sehr, sehr deutlich und plastisch zu machen. Und aber das andere, was Sarah beschrieben hat über Aktivismus und oder auch MeToo mit den positiven Bildern, das wird tatsächlich auch unter Aktivistinnen derzeit diskutiert, eben wie kriegt man diese Geschichten erzählt und wie kann man Menschen dazu ermutigen oder ihnen zu zeigen, dass sie Handlungsmacht haben, selbstwirksam sein können und dass sie das durchaus, was angeht und wie kann auch Aktivismus Brücken schlagen und nicht vielleicht neue Gräben aufmachen, wo man denkt, wenn, also Aktivismus sind nur Aktionen, die ein bisschen fordernder oder extremer sind, wo kann ich mich eigentlich selber beteiligen? Aber die Spannbreite gibt es durchaus auch ja im Aktivismus und da sind wir dann als Medienschaffende wieder gefordert, auch diese Breite darzustellen und eben lösungsorientierter Journalismus nach wie vor sehr wichtig, weil das hat MeToo ja auch immer wieder herausgearbeitet heute. Die Menschen wollen irgendwie wissen, was sie tun können oder auch, was sie von Politik fordern können. Und dem würde ich zustimmen, dass es, glaube ich, gerade eine Verwirrung oder eine Unklarheit gibt. Was kann ich eigentlich jetzt von der Bundesregierung fordern, wenn ich höre, das, was sie an Klimapolitik plant, reicht nicht für die Klimaziele? Was sind denn Forderungen, die realistisch auch umsetzbar sind und die man der Politik durchaus abverlangen kann. Ganz viele wichtige Worte zum Schluss. Und wir sind ja auch an einem Ende der Klimakonferenz. Und wenn man bei Luisa Neubauer nachliest, sieht man ja auch, in welchen Grenzen Protest möglich gewesen ist und unter welchen Bedingungen auch bestimmte Dinge überhaupt nur wahrnehmbar gemacht werden. Und weil so schön, dass der lösungsorientierte Journalismus fiel, dann nehmen wir den doch zum Anschiff. Constructive Journalism ist ja auch etwas, was wir hier bei der feministischen Presserunde irgendwie auf unsere Art und Weise versuchen. Und ich nehme für mich mit, dass dieses Thema was als Fachgebiet das eine ist, die Frage wie der Umsetzung immer wieder hier unser Thema, also wie erklären wir es so, dass es mehr perspektivisch ist, dass es nichts ausblendet, dass es auch das, was im Verborgenen ist, auch wahrnehmbar macht und Fokus auf Kontext. Aber das liegt uns, glaube ich, allen am Herzen. In diesem Sinne danke ich euch für diese wirklich sehr ergiebige Presserunde. Sarah, ich danke dir, dass du unsere Gästin warst. Und ich denke, ganz viele werden was mitnehmen. Ich tue es zumindest. Ich danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss.